und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge, und wie gesagt, ich würde gerne alles auf einmal machen, aber es geht leider nicht, haben wir eine Quest von Merlin angenommen. Und jetzt müssen wir mit ihm den Wald der Tapferkeit erkunden. Und hoffentlich ohne Donald, weil ich habe keine Lust, dass der mir dauernd hier ins Ohr reinbrüllt. Er hatte was von dem Ort gesagt, wo wir Donald geholt haben. Ich habe nur total vergessen, was er jetzt gesagt hat. Ach so, genau, dass da eine Scherbe war. Die habe ich jetzt gefunden, aber ich dachte, die hätte er schon aufgehoben. Ja. Yep. Bitteschön. Mm. Ah, noch so eine Nachtscherbe. Aber diese ist größer. Hm. Du solltest das Dorf nach weiteren Nachtscherben durchsuchen. Ich bin sicher, hier sind noch mehr vergraben. Ja, ich weiß, ich weiß. Und jetzt lauf. Sammle 5 Nachtscherben. Ja, dann gehen wir doch mal eben nach Hause. Trick 17. Gucken mal eben in unserem Schrank bzw. in der Kiste, was da drin ist. Weil Nachtscherben sollten wir eigentlich genug haben, oder? Oh, 54. Okay, ich denke, das wird genug sein. Okay. Merlin, wo bist du? Schon wieder weg. Der ist nicht im Wald. Och, der ist nicht schon wieder komplett weg, oder? Nee, da unten ist er. Nicht wieder abhauen, alter Mann. Ich muss dir was geben. Steht ja schon wieder hinter mir. Komm mal da raus. So kann ich dich immer so schlecht ansprechen. Jetzt komm schon. Uns erwartet viel Arbeit. Versuche, diese Nachtscherben mit einer Traumscherbe auf deiner Werkbank zu reinigen. Während du diese gesammelt hast, habe ich die große Nachtscherbe weiter untersucht. Sie reagiert stark auf Dreamlight-Magie. Ich glaube sogar, es war einmal Dreamlight. Das irgendwie von der Dunkelheit korrumpiert und verdreht wurde. Vielleicht können wir Dreamlight nutzen, um sie alle zu reinigen. Versuche auf deiner Werkbank, diese Nachtscherben mit einer Traumscherbe zu verbinden. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Stelle eine gereinigte Nachtscherbe her, okay. Es war so klar, dass du jetzt wieder wegrennst. Donnerwetter, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ja, ich kann jetzt nicht helfen. Ich muss jetzt auch mal meine eigenen Quests hier machen, Mensch. So. Nachtscherbe. Nachtscherbe? Ich soll die doch reinigen. Gereinigte Nachtscherbe, meine ich doch. Mit einer Traumscherbe. So. Bringe Merlin den Gegenstand. Ist der jetzt noch in seinem Haus oder? Ich darf hier nirgendwo mehr hingucken. Das ist schrecklich. Überall. Nein, nicht da. Da. Überall haben sie hier Quests für mich. Das ist schlimm. Sind ja auch fast alle ausgelevelt mittlerweile. So. Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Ich hatte recht. Die Nachtscherbe ist gereinigt. Sie glänzt. In der Tat. Sehr glänzend. Das ist auch eine bedeutende magische Entdeckung. Kann ich sie einem meiner Freunde geben? Oh, nun, ja, ich sehe kein Problem da drin. Schließlich ist die Entdeckung viel wichtiger als der Gegenstand. Da sie eher selten sind, bin ich mir sicher, dass sich ein Freund über ein solches Geschenk freuen würde. Nun ab mit dir. Gib sie deinem Freund. Ich werde über unser nächstes Experiment nachdenken. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. So, schenke einem beliebigen Dorfbewohner. Ich weiß schon, wem ich diese Kristallscherbe schenke. Na, was meint ihr, und zwar bevor ich das jetzt mache, was meint ihr, wem ich das jetzt gerne schenken würde? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, drückt kurz auf Pause, schreibt das in den Kommentar rein, also als Kommentar rein. Und dann könnt ihr ja wieder auf die Pause-Taste drücken, um weiter zu gucken. Achtung, Spoiler.
Ich habe eigentlich zwei Personen, denen ich das Ganze jetzt gerne schenken würde. Das Problem ist, dass beide gerade am Schlafen sind, weil beide keine Lust haben, wach zu bleiben. Ich hätte es jetzt Christoph geschenkt, weil er aktuell keine Erinnerung mehr an seine Liebe zu Anna hat. Wenn er jetzt am Schlafen gewesen wäre und Vajana nicht, hätte ich sie ihr geschenkt. Jetzt werde ich sie aber Merlin schenken, weil irgendwie er ist jetzt gerade in der Nähe. Und ich glaube, er kann sowas auch gebrauchen. Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? So, ich habe was für dich. Zack. Bitteschön. Danke, meine Liebe. Ah, gut, da bist du ja. Schön. Gameplayerin, ich habe gerade an dich gedacht und daran, dass du sicher gleich auftauchen würdest. Warum hast du an mich gedacht? Oh. Erinnerst du dich daran, wie ich deine Gießkanne verzaubert habe, um die Pilze zu entfernen? Ich habe vielleicht eine Möglichkeit gefunden, diese Verzauberung dauerhaft zu machen. Das alles hat mit den gereinigten Nachtscherben zu tun, die wir entdeckt haben. Sobald du ein paar Zutaten gesammelt hast, zeige ich es dir. Wir brauchen Pilze, Smaragde und gereinigte Nachtscherben. Danke, sehr freundlich von dir. Du Arschloch, eine gereinigte Nachtscherbe habe ich dir gerade schon gegeben. Aktive Aufgabe. Drei gereinigte... Oh, ernsthaft, jetzt gib mir die Nachtscherbe wieder zurück. Mann, 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 Mann. Okay, gut, die Smaragde muss ich rausnehmen. Champignons müsste ich dann auch rausnehmen. Halt die Klappe. Ich brauche drei gereinigte Nachtscherben. Ich will immer Nacktscherben sagen. Ich weiß auch nicht, warum. So, drei Stück. Zack, 15 von den schwarzen müssen wir dann haben. Boah, das ist schon krass. Okay. Dann... brauchen wir 5 Smaragde. Sag mir bitte, dass das jetzt nicht die sind, die, wo man immer so wenig von bekommt. Dann drehe ich hier durch. 5 Smaragde. Oh, sehr gut. So, 5 Smaragde. Und den Rest weiß ich nicht mehr. Champignons, genau. Noch 8 Champignons. Da muss ich mal eben ins Lager gehen. Ich bin ja eigentlich darauf eingestellt, dass ich hier nichts rausholen muss. Entsprechend... muss ich jetzt erstmal gucken. Moment, das müssen wir erstmal rüber machen. Was habe ich jetzt gesagt? Brauchen wir 8 oder? 8? Ich schmeiß das mal rüber. Nee, doch 10. Siehst du? Ich habe es doch gewusst. Okay, dann... oh, nein, ich wollte das eben aufteilen. Nein, 2. Genau. Zack. Das zusammen. So. Jetzt aber, bring Merlin die Zutaten. Also, ich bin gerade wirklich mega, mega froh darüber, dass ich zum einen mein Lager erweitert habe. Also, dass ich eigentlich genug Platz für das alles habe. Und zum anderen bin ich auch wahnsinnig froh darüber, dass ich so viel von allen gesammelt habe, mal so zwischendurch. Und immer wieder, wenn ich geerntet habe und so, bin ich rumgelaufen. Das ist dein Traum, weißt du? Nur du kannst helfen. Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Großartig. Wir haben alle Zutaten, die wir brauchen, nun zur Verzauberung. Higitus, Pigitus... Omnibus Feen, lästige Pflanzen, es ist Zeit zu gehen. So, das sollte genügen. Teste sie an einigen der kleineren Pilze, die einen Weg in das Dorf blockieren. Und jetzt hinfort mit dir. Ja. Ich weiß nicht, ob das kleine Pilze sind. Ja, das sind eher größere Pilze. Ah, mit denen kann ich das machen. Higitus, Pigitus, Bum. Keine Ahnung, irgendwas mit Higitus, Pigitus, ich weiß es auch nicht mehr genau. Das sind die großen. Ich will das aber nicht mit den kleinen testen. Ich will das generell mit allen machen, sonst komme ich doch nicht da durch. Da kriege ich jetzt überall Champignons raus. Ich meine, das ist auch eine Art, Champignons zu farmen.
Nehmen wir auch nochmal eben mit. So. Sag mir jetzt bitte, dass du das jetzt so änderst, dass ich das jetzt auch auf den großen Sachen machen kann. Jetzt geh doch mal dran vorbei. Oh, Maui, weg. Falls du Hilfe brauchst, frag einfach Maui. Ja, nein, danke. Ich muss später nochmal mit dir reden wegen Christoph, glaube ich. Wissen, Weisheit, höheres Lernen. Darum geht es, weißt du? Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Die Verzauberung hat funktioniert. Wunderbar. Wir haben zwei wichtige Dinge herausgefunden. Dass die gereinigten Nachtscherben mächtige Hilfsmittel sind. Und eine Möglichkeit, diese lästigen Pilze zu beseitigen. Ein wirklich produktives Unterfangen. Ja, ja, ja. Sehr gut. Nein, ich will aber auch die großen Pilze beseitigen können. Nächste Aufgabe ist... Oh, dafür muss ich dann Wolle I machen. Wollt ihr mich veräppeln? Ich will den aber doch noch gar nicht machen. Und Christoph kann ich erst machen, den ich ja eigentlich machen wollte, wenn ich bei Maui neue Fortschritte gemacht habe. Dagobert... Ich will halt nichts davon haben. Das ist jetzt gerade mein Problem. Aber wir könnten auf jeden Fall mal ein wenig umherwandern und mal schauen. Aber ich denke mal, dass wir wahrscheinlich... Oh, jetzt kriege ich den Schluck auf mich weg. Ich denke mal, dass wir wahrscheinlich nur diese Pilze hier... Ja, ich sag mal, unterwegs machen können. Also die, die uns wirklich blockieren, sodass wir nirgendwo rüberkommen, die werden wir wahrscheinlich nicht wegmachen können. Mutter Gotel ist auch am Angeln. Irgendwie angelt hier wirklich jeder, ne? Also. Ja, das habe ich befürchtet. Oh Mann. Jetzt habe ich mich so gefreut, dass wir diese dämlichen Pilze tatsächlich da wegkriegen. Jetzt war das auch wieder nichts. So. Hinten. Moment. Nee, das sind aber auch wieder große. Die kann ich auch wieder nicht machen. Brauche ich denn für irgendwas vielleicht ganz viele Pilze hier? Also irgendwie muss das doch einen Sinn ergeben, dass ich die jetzt quasi so viel farmen kann damit auch. Das sind ja keine besonderen. Also Champignons meine ich jetzt. Das sind ja jetzt keine besonderen. Aber die kriege ich alle nicht weg damit. Nehmen wir auch nochmal direkt die Sachen mit. Oh ja, ich weiß ja, ich darf hier nicht durchlaufen. Oh, Ernte Bananen, sehr schön. Ach so, genau. Ich wollte eigentlich... Hier liegt eine Banane. Da lag jetzt echt einfach so eine Banane rum. Auch nicht schlecht. Ich weiß auch nicht, warum hier jetzt noch irgendwie ein Stein liegt. Die Muschel wollte ich noch holen. Bei Muscheln habe ich jetzt nicht so viel eingesammelt. Ich wollte... Was wollte ich denn jetzt gerade noch mal? Ach so, ja. Also, wir haben... 9.800. Die Frage ist jetzt... Wir haben da drin... mutmaßlich... Oder beziehungsweise, das habe ich, glaube ich, schon herausgefunden, ne, dass das Toy Story einmal ist. Und einmal ist ja Wally E auf jeden Fall. Den haben wir aber schon freigeschaltet. Da müssen wir jetzt nichts machen. Dann Toy Story und Eiskönigin. Eiskönigin will ich eigentlich auf jeden Fall haben. Auch wenn das doof ist. Deswegen werde ich das jetzt erstmal machen. Da bist du ja. Auf der anderen Seite dieser Tür wirst du ein Land mit Fjorden und Wiesen sowie eine sehr mächtige Frau finden, die die Fähigkeit hat, Eis und Sturm zu kontrollieren. Benutze dein Dreamlight, um den Weg dorthin zu öffnen. Bravo! Du hast das Reich von die Eiskönigin völlig unverfroren geöffnet. Danke, sehr freundlich von dir. Anna! Ich will jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht mit der neuen Aufgabe anfangen. Erkundige das Reich von der Eiskönigin. Also, wir haben das schon mal freigeschaltet. Ich guck mal, ob wir noch irgendwas an... Ach, Moment.
Nee, da waren aber eigentlich nur die Sachen, die wir schon... Wir wissen ja auch immer noch nicht, was das jetzt hier mit dem Buch auf sich hat, ne? Ein Buch, das summt. Was ist denn... Kann ich das Merlin vielleicht geben? Merlin, komm mal her. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Ja, ich hab was für dich. Nee, kann ich ihm nicht geben. Ja, dann... Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Ja, ich weiß, ich weiß. Das Problem ist halt wirklich, ich möchte das jetzt nicht wieder so machen, dass ich jetzt eins anfange und dann das nächste dann auch noch mache. Ich gucke jetzt hier auch nochmal eben nach, ob wir da vielleicht irgendwas machen können, dass wir jemanden bedienen. Natürlich ist es gerade keiner im Restaurant, es war ja wieder so klar. Jo, das bringt uns natürlich dann auch nichts, dann können wir auch niemanden bedienen. Also das geht aber nicht, wenn das hier alles so mitten im Weg ist, Leute, ganz ehrlich. Oh, da haben wir schon wieder was, sehr schön. So, schauen wir auch hier nochmal nach. Wir haben 0. Mache ein Foto von einer Eishöhle. Ja, bediene Kunden, würde ich ja gerne, aber darf ich ja nicht. Weil ja keiner kommt. War doch gerade Mini, oder? Ja, da hinten ist Mini. Und dann sammeln wir hier erst noch mal ein paar Kleinigkeiten. So. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir jetzt mit Donald noch mal anfangen sollen heute. Ob der vielleicht eine Aufgabe hat, die jetzt nicht ganz so lange dauert. Ich meine, normalerweise, ne? Geht's ja eigentlich? Der ist auch gerade zu Hause. Nicht Donald. Dagobert meine ich natürlich. Hey, ich habe einen Job für dich. Oh, das ist aber teuer. Aber das sieht so eigentlich nicht schlecht aus. Aber ganz ehrlich, ich meine, bei so... Oh. 1200, das ist gar nicht so teuer. Einen schönen Tag noch. Ja, von Ratatouille, warum auch immer. Würde ich holen. Freundlichen Dank. Ja, würde ich wirklich holen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Und dann würde ich sagen, dass wir Dagobert nochmal eben helfen können. Hallo. Ja, ja, ja. Okay. Welche davon sollen wir jetzt als erstes machen? Wiederaufbau des Tals, der schillernde Strand. Oh Gott. Eine vergessene Kombination. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich... Ich fange mal oben an. Ah, es sieht so aus, als hättest du ein paar Probleme am schillernden Strand aus dem Weg geräumt. Gute Arbeit, Gameplayerin. Weißt du, das ist dein echtes Grundstück am Wasser. Das heißt, du musst es ausbauen. Füge dem Strand deine eigene Note zu. Ich werde die richtigen Möbel besorgen, um ihn erholsam und entspannend zu machen. Das wird ihn sicherlich zu einem erstklassigen Reiseziel machen. Wie auch immer... Du es einrichtest. Ich weiß, dass es zu einem schönen Ort machen wirst, an dem ein müder Geschäftsmann sich entspannen und sein Geld zählen kann. Auf Wiedersehen und bis bald. Ja, habe ich jetzt die Aufgabe? Nehme die erstmal. Stelle 10 Möbelstücke. Boah. Können wir das mal ebenso in Anführungszeichen auf die Schnelle machen? Ich befürchte ja eher das nicht. Steht aber auch richtig geil so mitten im Weg. Welcher Idiot hat das da so hingestellt? Ja, ach so, ich sollte vielleicht dann aber auch da hingehen, wo ich die machen kann. Möbelstücke für den Strand. Also da weiß ich ja ungefähr, was mich erwartet, ne? Für eine Bank brauche ich Eisenbarren, wollt ihr mich veräppeln? Sand und Faser, oh Gott. Warum sind die Dinger hier alle so teuer? Warum müssen die da so viel von dem Zeugs mit drin? Boah, ey. Wasserturm. Da kann ich ja gar nichts von machen. Also nichts, wo ich jetzt sagen würde, das sieht jetzt irgendwie nur im Entferntesten schön aus am Strand.
Ich meine, so ein Vogelhäuschen kann schön aussehen, aber... Spalierbogen und alles. Robuster Stuhl, da kann ich auch nur 5 Stück von machen. Ich muss ja 10 Sachen machen. Da müsste ich Weichholz holen. Ich meine, gut, Weichholz könnte ich zur Not noch farmen. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn ich da jetzt überall nur diese Stühle mache. Aber was willst du machen? Ich meine, hier ist jetzt nicht wirklich was, wo ich jetzt sagen kann, das kann man an den Strand stellen. Eisenbachen, das ist mir zu teuer. Das ist nur Veredelung. Was ist denn mit so einem Zaun? Gilt das auch? Ich weiß ja nicht, aber das gilt wahrscheinlich nicht, ne? Stelle 10 Möbelstücke auf. Also ganz ehrlich, ich würde es jetzt erstmal aufschieben. Weil ich hab tatsächlich keine schönen Möbelstücke, die ich da jetzt... So eine Bank oder sowas, ne? Das könnte ich da noch hinstellen, aber... Hallöchen, ich sehe dich zwar gerade nicht, ich kann dich auch nicht ändern. Ein Apfel, Apfel. Kann ich mich jetzt ein bisschen... Ja. Ach, kriegst du noch das? Obwohl das ja eigentlich nicht dein Lieblingsessen zu sein scheint, irgendwie. So, machen wir nochmal einen Apfel. Aber ganz ehrlich, wie oft muss ich die jetzt bitte füttern? So, ich mache das noch einmal. Ich weiß, das sind jetzt andere Sachen. Ja, das lasse ich jetzt aber mal. Dich kann ich nochmal streicheln. So. Ja, nee, ich würde jetzt wirklich sagen, ich meine, ich könnte jetzt eine andere Aufgabe... Aber das andere, das sind ja alles nur die Orte, ne? Ich meine, wenn ich jetzt einen anderen Ort noch als Aufgabe mache, ich habe ja nicht wirklich was, was man so bauen kann. Funktionelle Gegenstände, sowas könnte man hinstellen. Aber ich habe ja nichts, was irgendwie schön ist, muss ich sagen. Lagerfeuer ist mir persönlich jetzt auch zu teuer. Habe ich auch nicht viel von. Blumenkästen könnte man, aber ich meine, das ist natürlich auch sehr teuer, ne? So eine Bank, okay, ich meine, eine Sache kann man da jetzt noch aufstellen, aber... Swimmingpool ist auch wahnsinnig teuer. 10 Garten, das kann ich mir überhaupt nicht leisten. Also wenn Dagobert jetzt damit ankommt, dass ich jetzt alles nur diese Sachen machen soll, um das zu verschönern... nee, also das... Bin ich ganz ehrlich, da kann ich für Dagobert... Wieso steht denn jetzt hier die ganze Zeit halten? Da kann ich jetzt für Dagobert ehrlich gesagt nichts tun. Also das ist, nee. Ich würde wirklich sagen, eigentlich würde ich gerne die Sache mit Merlin weitermachen. Oder mit Christoph, aber da muss ich wieder Maui machen. Das ist wieder alles so, muss ich wieder das eine vor dem anderen machen und das ist irgendwie gerade ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich eben, wenn ich offline bin, dass ich Mutter Gothel auf jeden Fall nochmal auf Level 10 hochlevel. Dann erziele Fortschritte bei Merlin, perfekt. Dann müsste ich Ursula noch auf 10 hochleveln. Remi ist, glaube ich, auf 10, wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine, Minimaus wäre auch auf 10, aber da bin ich mir nicht sicher, ob ich sie schon mal mitgenommen habe. Maui hat eine Aufgabe für mich. Das ist natürlich nicht so gut. Ach so, Ursula hat aber auch eine Aufgabe für mich. Mal gucken. Also im Moment sah es ja so aus, als ob man die Leute jetzt mittlerweile ansprechen kann, ohne dass die automatisch was verteilen, also eine Aufgabe verteilen. Das wäre natürlich gut. Donald hat auch eine neue Aufgabe. Ja, ich habe so viele Aufgaben, am liebsten würde ich sie alle gleichzeitig machen, aber es geht halt eben nicht. Was ich auf jeden Fall noch gerne machen möchte, das ist Anna, weil ich möchte die Eiskönigin auf jeden Fall machen. Ich möchte auch Wally E machen, ja, das möchte ich auch. Und Scar möchte ich ehrlich gesagt auch machen, weil ich das nämlich ziemlich cool finde.
Ach so, genau, Scar wollten wir ja eigentlich beim nächsten Mal machen. Jetzt, wo ich das gerade sage, ja, dann würde ich es wirklich so machen, nachdem ich mich endlich mal entschieden habe, dass ich hier erstmal die Folge beende und dass ich dann in der nächsten Folge mit Scar weitermache, weil ich immer noch der Meinung bin, dass er was mit dieser Mine zu tun hat, weil, ganz ehrlich, wer sonst sollte das machen, weil Scar ist direkt in dem Bereich. Und ich möchte halt unbedingt herausfinden, was jetzt mit dieser Mine ist. Möchte dieses neue Gebiet, sage ich mal, dazu dieser Truhe noch nutzen können. Na gut, das ist natürlich nicht allzu viel. Und ja, vielleicht kommt da noch irgendwas, was man dann zusätzlich noch kriegen kann oder so. Ich habe doch keine Ahnung. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.